Wir sind heute hier, um etwas über die Auswirkungen einer Demenzerkrankung und die Ursachen von Ernährungsproblemen zu erfahren. Zuerst würde mich jetzt interessieren, wie die finanzielle Belastung einer Demenzerkrankung aussieht. Ja, also die finanzielle Belastung ist eigentlich sehr hoch weltweit. Und Sie sehen hier, wir haben im Jahr 2019 haben wir ungefähr 1,3 Billionen US-Dollar weltweit für diese Demenzerkrankung ausgegeben, also für Behandlung, für Pflege, für medizinische Dinge. Und diese Kosten werden weiter ansteigen, das heißt, im Jahr 2030 werden wir fast 2 Billionen US-Dollar an Kosten ausgeben. Auch in Deutschland und in Österreich haben wir sehr hohe Kosten. In Deutschland werden über 5 Milliarden Euro für die Demenzerkrankung ausgegeben. Und in Österreich geben wir aus pro Jahr ca. 2,7 Milliarden Euro. Davon werden über 1,3 Milliarden Euro für die direkten medizinischen Kosten ausgegeben. Und dann haben wir aber auch zusätzliche Kosten noch in Österreich, die dann nicht dabei enthalten sind. Das heißt, wir haben für die Pflegeheime, für diese Pflege dort, werden ungefähr 500 Millionen Euro ausgegeben. Für die informelle Pflege, also durch Angehörige, sind es ca. 4,9 Milliarden Euro. Also das ist wirklich ein sehr hoher Anteil. Für die mobile Pflege geben wir über 150 Millionen Euro aus. Also das wäre auch die Hauskrankenpflege, kann man sagen. Und für die 24-Stunden-Betreuung zu Hause über 500 Millionen Euro. Allgemein, also das ist eher für die allgemeinen Kosten betrachtet, haben wir pro Patient 13.000 Euro, die pro Jahr ausgegeben werden. Aber das sind jetzt diese zusätzlichen Kosten nicht dabei. Das sieht nach einer sehr hohen Belastung aus, aber nicht nur für die Gesundheitssysteme, sondern auch für die Pflegenden. Ja, das ist wirklich, also wie wir schon gesehen haben, eine sehr hohe Belastung für die Gesundheitssysteme, aber natürlich auch für die Pflegepersonen. Das heißt, für die professionell Pflegenden, aber auch für die Angehörigen. Weil natürlich diese Pflege von den Personen mit Demenz sehr viel aufwendiger ist als für andere pflegebedürftige Personen. Und da sind natürlich dann die Pflegepersonen oft überfordert, weil sie teilweise auch ein vermindertes Wissen haben über das Krankheitsbild Demenz. Und das kann natürlich auch wieder zu körperlichen und zu psychischen Problemen führen, also wirklich eine Belastung der Pflegepersonen, wo man natürlich auch entgegenwirken muss. Und welche Auswirkungen hat die Demenz auf die Betroffenen selbst? Ja, also bei den Personen mit Demenz ist es einfach so, dass es im Laufe der Erkrankung zu einer zunehmenden Pflegeabhängigkeit kommt, zu diversen Gesundheits- und Pflegeproblemen und es kann auch schon sehr frühzeitig zu einer Pflegeheimeinweisung kommen, wenn eben die Pflege zu Hause nicht mehr sichergestellt werden kann. Hier sehen Sie auch ganz wichtige Bereiche, auf die man achten muss im Laufe der Erkrankung. Das wäre eben zum Beispiel die Kognition, ein großer Bereich, wo man einfach achten muss, treten hier Probleme auf, vermehrte, wann muss man mit welcher neuen Intervention einfach starten, damit man einfach das Kognitive auch ein wenig stabilisiert. Also Stabilität erhalten ist immer das Wichtigste bei der Demenz, damit man einen zu schnellen Fortschritt einfach entgegenwirkt. Mobilität ist ein großes Thema. Das heißt, dass man die Mobilität fördert, weil die Personen mit Demenz da oft auch Probleme haben in diesem Bereich. Ja? Das heißt, sehr viele körperliche Einschränkungen, es können Schmerzen sein, es können Gelenkserkrankungen sein, die die Mobilität beeinträchtigen. Aufgrund von Immobilität, besonders im fortgeschrittenen Stadium, kann es auch zu Druckgeschwüren kommen, also zu Dekubitus. Sehr viele haben auch aufgrund der motorischen Probleme dann einfach auch Gang- und Gleichgewichtsstörungen. Auf diese Dinge muss man auch achten, weil dadurch kann es natürlich auch zu Sturz und zu Verletzungsgefahr kommen. Inkontinenz, auch ein großes Thema, Harnwegsinfekte, Einschränkungen der Sinne. Hier sehr wichtig eigentlich Hörprobleme, Sehprobleme, aber auch Geruch und Geschmack. Das kann schon extrem früh beeinträchtigt sein, sogar schon vor der Diagnosestellung. Und wichtig ist auch im Bereich der Sinne, dass man die Medikamente sich immer ansieht, weil die Medikamente können natürlich auch wieder die Sinne beeinträchtigen. Dann hat man sehr viele neuropsychiatrische Symptome, also wie Unruhezustände, Reizbarkeit, Aggression, besonders eben bei der frontotemporalen Demenz, ganz ein wichtiger Faktor, Depressionen, meistens schon
eher im frühen Stadium der Demenz. Ängste, Apathie, Schlafstörungen treten sehr häufig auf, Wahnvorstellungen, Halluzinationen. Auf diese Dinge muss man einfach achten. Dann natürlich auch noch Magen- und Darmerkrankungen, Blutdruck, Sepsis, Rauchen. Man muss auch sehr gut auf das soziale Umfeld achten bei den Personen mit Demenz. Dann weitere Probleme können auch noch sein Pneumonie, Lungenembolie und ein wichtiger Faktor, der bei uns natürlich jetzt in diesem Kurs sehr wichtig ist, wäre die Ernährung. Weil nämlich Ernährung und Trinken ist eine wichtige Lebensaktivität und Ernährungsprobleme kommen eben sehr häufig vor bei den Personen mit Demenz. Und hier muss man auch wirklich schauen, dass man hier sehr gut interveniert, um eben Risiken zu vermeiden. Interessant. Und was sind die Ursachen für Ernährungsprobleme bei Personen mit Demenz? Ja, da gibt es eigentlich sehr vielfältige Ursachen. Und wir sehen hier zum Beispiel, das habe ich auch schon kurz vorher angesprochen, wir haben hier zum Beispiel gerade im präklinischen, im frühen Stadium, also bevor eigentlich schon es zu einer Diagnosestellung kommt bei der Demenz, Riech- und Geschmacksstörungen. Also die können wirklich schon ganz früh auftreten und haben natürlich dann auch einen Einfluss auf einen ungewollten Gewichtsverlust zum Beispiel. Dann natürlich im leichten bis mittleren Stadium der Demenz, da kann es sein, dass eben die Aufmerksamkeit sehr eingeschränkt ist, dass die Exekutivfunktionen Defizite haben, das heißt, man bekommt Probleme beim Einkaufen, beim Essen zubereiten. Also das wären so diese IADLs, die ich vorher angesprochen habe, diese eher komplexeren Alltagsaufgaben. Und dann hat man zum Beispiel auch noch Probleme bei der Entscheidungsfähigkeit. Und in Bezug auf das Essen wäre das, dass man verlangsamt einfach das Essen auswählt, dass man eine reduzierte Nahrungsaufnahme hat. Wenn man dann in Richtung mittlere, schwere Demenz dann geht, kann sich eine Dyspraxie entwickeln. Das heißt, es kommt zu Koordinationsstörungen und der Verlust der Essfähigkeit, einfach wenn man das koordinativ einfach nicht mehr gut schafft. Es kann auch eine Agnosie entstehen, das heißt Verlust der Fähigkeit, dass man Lebensmittel erkennen kann, aber auch die Bedeutung von Essutensilien. Was mache ich eigentlich mit diesem Löffel? Das ist auch ein riesiges Problem. Und die Verhaltensprobleme, ja. Das heißt, die Personen sind oft sehr viel unterwegs und zeigen dann ein gestörtes Essverhalten, weil sie können auch nicht ruhig dann irgendwo sitzen bleiben. Und es kann sich eine Dysphagie entwickeln, also das heißt Schluckbeschwerden, die auch wieder das Essen sozusagen beeinträchtigen. Und in der schweren Phase der Demenz ist das oft so, dass das Essen völlig abgelehnt wird. Das heißt, die Personen mit Demenz können mit dem gar nichts mehr anfangen. Ja, sie haben keine Vorlieben mehr, sie wissen nicht mehr, was sie wollen. Was ist das Essen überhaupt? Was ist das Besteck? Also hier haben wir dann wirklich sehr große Problematiken. Und welche Konsequenzen haben Ernährungsprobleme? Die Konsequenzen sind eigentlich, dass man dann aufgrund dieser ganzen Problematiken, dass man eine verringerte Nahrungsaufnahme hat und auch einen ungewollten Gewichtsverlust. Und das Ganze kann eben zu einer Mangelernährung führen. Und wie gesagt, also Nahrungsaufnahme und ungewollter Gewichtsverlust kann eben schon sehr früh entstehen, schon präklinisch, weil man zum Beispiel eben schon Riech- und Geschmacksstörungen hat. Und deswegen ist das auch oft ein Thema, dass man frühzeitig sagt, man muss das abklären, wenn jemand da Probleme hat, dass man schaut, aha, geht es vielleicht in eine Richtung Demenz. Und wenn Sie in diesem Bereich jetzt noch vermehrt Informationen haben wollen, überhaupt in Bezug auf Mangelernährung, dann würde ich Ihnen empfehlen, diesen iMOOCs-Kurs, den wir auf der Plattform auch haben, der heißt Mangelernährung bei älteren Menschen. Und ansonsten gibt es auch noch vertiefte Informationen bei uns zu den Konsequenzen, also zu den Auswirkungen der Probleme, in der Lektion 3 und 5. Danke für die ausführlichen Darstellungen, Sandra. Gerne.